Ich bin euer Georg Grauwut, das ist Traveler's Rest und ich wünsche euch einen zwergischen guten Tag. Wir sind bei Tag 16 oder so. Wir ein Bettchen machen. Blub. Und dann sammeln wir hier mal ein. Ich habe mal so einen Tag oder so alleine gespielt. Ich warte eigentlich immer noch darauf, dass die Äpfel hier Dinge tun. Wie sehen die Tische aus? Ah ja. Bisschen die Kerzen angekommen. Ja, dann können wir eigentlich auch mal wieder was abgeben, ne? Ja. Hühner. Lamm. Okay. Huhn, habe ich doch gesehen. Okay, habe ich nicht. Und ja, schon wieder was. Ja, perfekt. Was abbauen hier. Ich ziehe hier runter noch ein paar Bäume oder so. Oh, die Bäume kann ich auch wieder abreißen. Perfekt. Erstmal mal das hier für dich. So viel Holz, wie hier schon gewachsen und vernichtet worden ist. So, wo ist es? Und weiter geht's. Es ist interessant, dass keine weiteren Quests mehr kommen, ne? Es gibt Aufgaben, ja, aber hier Quests halt nicht so wirklich, ne? Geile Lauchsuppe. So, du machst noch mal eine Suppe. Jetzt der Kätzchen. Ja, geht's anscheinend ganz gut. So, das kommt alles weg. Den können wir mal ans Fass hängen hier. Das ist dann das Erste. Sonst nehmen wir tatsächlich kein Bier mehr da, ne? Müssen wir erstmal wieder was brauen. Lüdelüdelüd, dann machen wir das doch mal. Zapfen dauert ewig, das ist schon krass. Müssen mal gucken, wie das ist, wenn wir da Leute haben, die für uns Sachen tun. Wie viel uns das kostet.
Ach, erst ab 6. Ja, ein bisschen Hefe könnten wir mal wieder kaufen. Was brauchst du hier nochmal für Fässer? Eisenblech. Ja. Haben wir alles gebaut. Nägel. Gut. Ah, okay. Wir haben keinen Brennstoff mehr. Und wir haben kein Geld. Okay. Dann holen wir mal ein bisschen Kohle hier ab. Ach stimmt, geht er erst später. Erstmal ein bisschen sortieren hier. Oh, das ist ein großer Tisch. So, dann müssen wir das hier mit tauschen und damit tauschen. Schnell das hier noch draufsetzen. Ist nicht schön, aber selten. Hier Platz im Inventar. Ist das super.
komme gleich zu euch, liebe Gäste. Alles gar kein Problem. Düdelüdelüd. Da kommt schon wieder einer. Du anscheinend, du hast ein Bier getrunken, also wolltest du ja nach hier kommen, nicht ich. Bringen wir mal schnell unsere Lieferung ein. Wird das mittlerweile ein bisschen klamm hier, ne? Was ist denn mit dir, Kitty? Oh, weiß wahrscheinlich selber nicht. Die fette Rüstung muss geschlossen sein, alles klar. Was mit den süßen... Ja, haben wir das so auch schon erledigt. Der Singletisch für Überlebende in der Mitte hier. Mal hier reinwerfen, ne? Gott. Neuen Lappen werde ich mir aber auch nicht kaufen, ja. Dem Besen ist schon eine richtig gute Erleichterung. Was haben wir denn noch? Ein Bier. Das ist schwierig. Ich komm.
Schwierige Gesellschaft heute, ja. Ich werde ja so Events machen, ne? Mit Bier saufen und aus dem Stiefel und so. Polka-Abende und sowas kommen immer ganz gut an, wenn man voll ist. Dieser Tisch da unten ist jetzt so ein richtig unscheinbarer. Nur 77 sind auch Bonkers. Ja, 1500. Die werden wir, glaube ich, heute nicht knacken. Los geht's. Kannst du bei der Katze bestellen, ich meine. Ist eh hier alles nur gepuncht. Ja. Beim Vorbeilaufen erstmal sein Mic Drop da, ne? Was macht die Katze denn da? Für die mit dem Besen oder was? Ja, der König kommt heute. Das war der vom Kiez, Bezwinger der Schlei, König vom Kiosk und von der Gegend. Man kennt ihn auch. Englisch bekannt in dieser Taverne. Grüße gehen raus an die liebe Rocky. Jo, jetzt müssen wir eigentlich nur Kohle einnehmen. Was ist das denn jetzt hier wieder? Dahin, los. Oh, die Katze ist ja schön getreten. Wasser mehr. Und der Tisch da unten ist ein bisschen fies. Das müssen wir eigentlich nur wieder warten, ne? Bis der Tag um ist. 10 bis 0 wieder durch und dann schmeißen wir die letzte Runde.
Ab hier. Raus. Elenden. Das ist der Dating-Tisch hier vorne. Ich wollte echt Entlastung mit dem Besen. Ja, ja, bin ich auch schon, also. Schon schwierig. So Banditen und so. Ja, du isst ja was, aber du trinkst ja da nichts mehr dann. An deinem Single-Tisch. Deine unlegalen Aussagen hast du deinen Freund auch schon vertrieben. Das, was bringt, hier im Vorfeld zu putzen, weiß ich nicht. Aber ich find's cool. Deswegen. Aber wie geil die aneinander immer sitzen, ne? Na gut, dass er nicht doppelt fegt an den Stellen, wo ich dann schon bin. Ist eigentlich ganz geil. Achso, ja, wir wollten ja letzte Lokalrunde, ne? Ah, okay. Perfekt. Und ab in die Falle. Ja, warte, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Doppelgerste. Eine geile Suppe. Und wir haben kein Brennmaterial mehr. Perfekt. War 5 Gold. Naja. Das war's an der Stelle. Das war euer Georg Grauwut mit Traveler's Rest. Ich wünsche euch noch einen guten Tag und bleibt gesund. Ciao, ciao.